dass sie nicht nur eine tolle Stimme hat, sondern fast schon eher damit, dass sie unglaublich vielseitig in ihrer Projektauswahl ist. Für mich zeigt das ein Engagement für die Kunst und immer wieder die Suche nach neuen Herausforderungen. Das bewundere ich sehr. Das nächste Stück ist erst ein paar Jahre alt, aber irgendwie empfinde ich es schon als absoluten Klassiker. Wir spielen jetzt für euch den Oscar-prämierten Song Shallow von Lady Gaga. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es steht eine Couch auf der Bühne. Was soll die Couch auf der Bühne? Ja, einige wissen es schon. Es ist ja ein sehr romantisches Stück. Insofern habe ich gedacht, vielleicht kann ich irgendjemanden im Saal, eine Dame, bewegen oder ein Pärchen. Ich frage mal gerne nach, wer von euch ist jetzt schon über 10 Jahre zusammen in einer Beziehung? Eieiei, den Gesichtsausdruck von deinem Mann. Eigentlich schon deswegen auf die Bühne. Das ist gar nicht dein Mann. Bin ich mal verwirrt hier, das musst du mir mal erklären. Ihr seid zusammen, nicht verheiratet? Noch nicht. Weißt du was, wir haben jetzt so viel geschnackt, jetzt müsst ihr auch hochkommen. Also da kommt er leider nicht dran rum. Wie geht's euch so grundsätzlich? Habt ihr eine gute Zeit bis jetzt? Ja. Vorsichtig mit der Treppe, ist mal ein bisschen. Wie heißt du denn? Audi. Audi und? Franz. Und du freust dich ganz besonders, Franz, heute dabei zu sein. Ich merke das. Das war ja sehr schön, oder? Ich war da hier. Kommt ihr aus Villach? Oberösterreich, also speziell an mir. Linz? Wegen mir. Okay, das ist natürlich jetzt ein Wort, insofern speziell für euch und natürlich auch fürs Publikum spielen wir jetzt eine geile Nummer von Lady Gaga, Shallow. Thank you.
Ich glaube, das schönste Hochzeitsgeschenk für uns, wo man war zu lernen. Und dann machen wir es so, auf die nächsten Hochzeit. Ich dachte, wir spielen jetzt eine etwas schnellere Nummer, und zwar Staying Alive von den Bee Gees.